Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Und die Lage ist verflixt, denn wir sind zu spät. Aber ich bin immer dabei, das hat er vergessen. Nein, der ist nicht mehr dabei. Okay, ich bin nicht mehr Also, ich dabei. bin diesmal alleine. Den Kevin, der wurde von einem Wailord gefressen. Man munkelt, wer hier gewinnt, bekommt ein mega starkes Pokémon, so wie Kale eins hat. Oh nein, das war doch ein Geheimnis. Tut mir einen Gefallen und vergiss eben, was sie gesagt haben. Peter! Wer war Kyle? Nicht dieser Kämpfer, der am Eingang der Stadt herumlungerte? Vielleicht weiß irgendwer etwas. Fragen wir ihn doch. Ja, den hätten wir ansprechen sollen. Dann hätten wir weiterspielen können. Aber das ist Aber, schwer. ja. Also, da sind es, ich meine, ich bin jetzt die neuen Pokémon-Spiele gewohnt, ja. Die sind nämlich so. Geh bitte dorthin. Besonders bei Omega Rubin ist es ja sogar noch so. Die sagen dir nicht nur, du musst da hingehen. Die teleportieren dich da auch noch hin. Ich frage so, wollen wir nicht zusammen da hingehen? Sag mir Bescheid, wenn wir da hingehen wollen. Was? Ich höre wohl nicht recht. Ob ich ein seltsames Pokémon habe, wollt ihr wissen? Ein Rayquaza. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann schaut doch einfach selbst nach. Eine Herausforderung von Raufbold Kale. Mit grünen Haaren. Wieso? Haare. Kirelia! Haare. Ich will das Strassler. Ich will das Strassler. Und Das dann wäre schon entwickeln wir es geil. zu einem Galagladion. Oh nein, das geht in diesem Spiel nicht. Wir entwickeln es zu Mewtwo. Strassler! Oh, was soll oh. ich denn mit dem Visor? Nein, ich will das Strassler. Flammenrad. Makuhita. Kryptoschlag. Stärke. Quatsch. Oh. Es ist stark. Flammenrad. Oh. Oh, das hat nicht gereicht. Aber nicht schlecht. Wollen wir Igelava freilassen? Das hat nicht gereicht. Das ist das Witzige, ist ja, die Krypto-Pokémon kann man gar nicht leveln, bis die befreit sind, ne? Ja, aber sie bekommen das die EP ja gespeichert. Ja, aber trotzdem. Na, aber das ist eigentlich voll cool, weil dann kannst du es halt speichern und dann entkryptonisierst du die und dann kriegen sie auf einmal 10.000 Level. Ja. Ja, aber trotzdem, das ist doof. Mir gefällt es nicht. Ach, doof, so sein ist relativ. Hustler zum Beispiel ist doof. Hubbelupf! Hubbelupf! Warum haben wir eigentlich immer das andere Pokémon? Was? Ne, jetzt um Trassler, Visino ist Krypto. Was wollten wir noch? Wir wollten Killnitz. Achso, ja, und Rayquaza. Aber da war ja leider nur Kyogre. Achso, das haben wir gar nicht aufgenommen. Wir haben jetzt Kyogre. Ja, dann haben wir es aber freigelassen, weil es zu schlecht war. Es hat nämlich Genau, die DVs waren nicht gut es hat einen Klatscher eingesetzt. Genau, die DVs waren einfach zu schlecht, da dachten wir, nee. Die waren alle auf 30, 30, 30, da dachten wir, nee, das ist. Nee. Ja, das reicht halt einfach nicht, um ins Team aufgenommen zu werden. Genau. So, ich hätte mal auf den Kampf gucken sollen. Nein, das wird zu einfach. So ist Trassler diesmal nicht das Krypto-Pokémon, sonst wäre schon wieder tot, mein Freund. Hä, hey, Trassler hatte so viel KP. Und dann hast du es angegriffen, also wäre es jetzt tot. Samurzel. Warum? Haben die nicht gesagt, irgendein seltenes Flammenrad. Pokémon oder irgendwas Besonderes? Schlafpuder. Das gefällt mir. Ich sehe nur, es nicht besonders. Ein Hubbelupf hat Schlafpuder. Ja. Das gerade geleckt. Nein. Die sehen nur, das Animation einfach komisch aus. Murtels-Animationen sehen komisch aus. Was ist denn das für ein Typ? Pflanze irgendwas oder nur Pflanze? Pflanze. Mach Rollo, setz Psychokinese Sag mal, ein! wa warum ist eigentlich sein Krypto-Pokémon direkt am Anfang des Kampfes da? Keine Ahnung, weil er ja angeben wollte. Er meint ja, oh, wenn ihr es sehen wollt, dann kämpft doch gegen mich. Na, Ja, na, na. geil, er hat einen Visenior. Das ist irgendwie so. Was, weißt du, er hätte sein Trassler entwickeln können oder Sehr so. schmach. Nein, nein, nein. Er hat immer B gedrückt. Dann fragen sich die Leute, was ist B? Oh nein! Worin sprichst du? Na, aber eigentlich sprechen wir gar nicht. Qualball! Nein, wie er da mal Los! springt. Das ist halt eine richtig coole Animation, deswegen auch besser als im XD-Teil. DX? XD?
XD. Weil so ein Killy, echt, und er, dieser coole Cyborg-Arm, passt zu seiner Rüstung, na, Rüstung ist übertrieben. Mantel. Ja. Rüstung klingt aber cooler. Genau, Furionic, nicht Modus. Ich würde sagen, die Bälle funktionieren irgendwie doof. Ja. Irgendwie gehen die immer raus. Ja, aber es sind auch Pokébälle. Die sind nur bis Level 20 gebrauchbar. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand meinte, dass Pokémon völlig levelunabhängig gefangen werden. Ja, das hat sich angelogen. Das war aber ein Let's Player, ein Bekannter. Ja, das hat sich angelogen. Das kann nicht sein. Doch. Nein. Ja, es hängt nicht vom Level ab. Das ist klar. Doch, hängt es? Ich weiß es nicht. Das kann sein. Auf Wikipedia steht sicherlich der... Die Formel, der Formel, die haben Formel. Haben wir es gefangen? Ich sollte hingucken. Ja, irgendwie schon, ne? Nein, es läuft kein... was könnte man nebenbei gucken? Pokémon-Anime. Es läuft kein Pokémon-Anime nebenbei. Ash! Jetzt kämpft Team Rocket! Ash, vor noch ein Tor. Ne, falsche Serie. Mein schönes Krypto-Pokémon! Das war ein scheiß wie Senior, Mann! Ihr seid so kacke! Mein Gott! Jetzt stirbt er. Er lebt ja noch! Repost. Nee. Repost. Was soll das? Etwa alles? Die Queen ist vielleicht ein Lügner! Er hängt sich einen tollen Namen aus und dann dieses Krypto-Pokémon, die totale Pleite! Das ist der Preis, den man im Kolosseum gewinnt! Lasst euch bloß nicht übers Ohr hauen! Krypto-Pokémon? So ein Krypto-Pokémon nennt man sie also, die Pokémon mit einer dunklen Aura. Was zur Hölle geht hier ab, Mann? Marcel, warum... Da ist deine Tür! Bei dir läuft, wie ich annehme. Bei dir läuft's, oder was? Bei dir läuft, Dory Queen. Geradezu, Haarsträuben gut, Yakira. Gut, dass er sagt Haarsträuben und sein Gesicht ist sein einziges Grand Fellbäuchchen. Haben wir vollkommen in der Hand. Nee, warte, ich wollte den anderen so sprechen. Kacke, sprich du mal Queen. Okay. Grand haben wir vollkommen in der Hand und wir können im Kolosseum schalten und walten, wie es uns beliebt. Und die Turniersieger erhalten unsere schnuckeligen Krypto-Pokémon, von denen wir fleißig Daten sammeln. Gut, auch die anderen halten sich an ihren Teil der Abmachung. Unser Krypto-Pokémon-Plan läuft auf Hochtouren. Wir stehen kurz vor seiner Vollendung. Ja! Ich bin ganz kribbelig vor Aufregung, besonders im Schritt. Am liebsten würde ich jetzt tanzen. Tanzen kannst du, wenn unser Plan erfolgreich war. Ende. Ja, alles gut. Ich gehe schon mal vor zur Höhle, wo unser nette Pokémon wartet. Und Musik bitte! Die Musik war jetzt nicht so beeindruckend. Anscheinend hat dieses Kolosseum irgendein Geheimnis. Es scheint, als gäbe es nur eine Möglichkeit, im Turnier antreten. Ja, Kolosseum! Ja! Nein, der alte Rentner hat uns umgehauen. Ja, ich laufe. Ja. Guck mal heilen. Ja. Wir können unser Training abholen. Ja. Nein. Tot. Hilfe! Etwas Fruchtbares! Bitte! Ein Embryo! Tschüss. Lass mal weggehen. Och Mann, das hast du ihn angesprochen. Im Haus! Der alte Slam hat mich vergewaltigt. Bodycheck eingesetzt. Im Haus? Von Slam? Ach, ich dachte, in dem anderen Haus. Nein. Hä? Doch. Kannst du mir bitte das Rad drehen? Arg, was macht Slam nur für Sachen? Einfach hier ein Zahnrad zu stehlen, das hat das Kolosseum doch keinen Strom mehr. Was ist hier los? Sind sie in Ordnung? Mir ist nichts passiert, aber
Es ist meine Schuld. Ich hätte nicht gedacht, dass Slam. Warum hat er das nur getan? Aber Slam, ihm hat Grant doch immer vertraut wie einem Bruder. Warum sollte er ausgerechnet er? Das würde ich. Wer sagt das jetzt? Das würde ich auch gerne wissen. Und dann rief er noch so einen Unsinn wie: Dieses Kolosseum muss unter allen Umständen geschlossen werden. Sternterminator. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt. Aber ich bin nun selber ein Krypto-Zahnraddreher. Ihr jungen Leute, mir geht es schon wieder hervorragend. Eine Bitte habe ich allerdings noch. Nein! Ja. Sag doch nicht so etwas, hört mir einfach zu! Sag doch nicht so etwas, hört mir einfach zu! Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Sucht bitte das Zahnrad, das Slam gestohlen hat, das wäre wirklich wichtig! Man merke, dass das Kolosseum kostenlos ist. Nein, es kostet 300 Euro. Also, Hilfe, ich sterbe, brauch etwas Fruchtbares. Und dann steht er hier wieder. Er braucht etwas Furchtbares. Und dann hat er den Arsch von der Eva Braun gesehen und dann, ja. Da stand nicht fruchtbar, ist eh klar, ne? Was? Da stand nicht fruchtbar. Nee, da stand furchtbar. Nein, da stand Frucht. Was? Furcht, na stimmt, stimmt. Das Wort sieht sogar anders aus. Frucht, gib mir eine Frucht. Ganz ehrlich, dieses Companion-System, das ist so kacke. Die steht immer im Weg rum. Ja, dann lass uns die so treten. Jetzt die Brücke runter. Nein, schieb sie. Können wir keine Krypto-Pokémon entscheiden. Siehst du, der Junge, der hatte da sein komisches... Ich dachte, wir können jetzt hier rein. Aber wir können nicht im Kolosseum antreten, weil das kein... Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Geh ins Kolosseum. Spiel den Terminator. Aber ich kann nicht ins Kolosseum, wenn er keinen Strom hat. Ja, dann geh gleich zur Polizei, weil erstmal ins Kolosseum, weil da kein Strom ist. Oder du kaufst einfach 10 Hamster und die laufen dann auf dem Laufrad und dadurch erzeugen sie Strom. Strom! Es ist schrecklich, das Tor zum Kolosseum öffnet sich nicht mehr. Alle, die da drin sind, werden ersticken. Was soll das nun? Das nächste Turnier wird ausfallen. Yay, yay, yay. Okay, und jetzt? Jetzt kaufen wir Pokebälle. Was? Dachte ich. Haben wir nicht noch welche? Nein. Warum haben wir Pokebälle? Weiß ich nicht. Wie kann das sein? Haben wir gekauft. Nein. Doch. Nein. Doch. Gandalf, rette mich. Wer ist Gandalf? Geh mal zur Polizei, würde ich sagen. Und dann zu Grant. Grant. Ha! Was sag ich? Peter findet Zellenschlüssel. Peter erhält Zellenschlüssel. Hallo? Wir fliehen nicht von hier und wenn du dich auf den Kopf stellst, wir bleiben auf jeden Fall tot. Was? Die Tür ist verschlossen. Ihr lasst mich frei? Ich kenne euch zwar nicht, aber danke, bis die Tage mal. Ich verstehe nicht, warum wir sie jetzt freilassen. Aber... Weil da ein Blinkteil ist! Blinky! Sonderbonbon! Peter findet TM46. Hagelsturm. Ist das Hagelsturm? Keine Ahnung, guck rein, ich hab geraten. Ich will die TM jetzt angucken. Bett, gib mir... TM angucken, jetzt! Passt. Gut, dass es bei so einem Dieb ist. Also ich finde... Du kannst sie einfach auch freilassen. Nein, die haben doch gesagt, sie gehen nicht weg. Ja, du hast ja nicht die Tür angesprochen. Glaube ich zumindest, weil sonst wäre da der Türdialog, oder nicht? Du bist der Türdialog. Nein. Hä, so ein Kack. So, dann gehen wir mal zu Gran Turismo 5 für PlayStation 3. Wir werden dafür bezahlt, wir müssen das manchmal so sagen. Du wolltest zu Gran gehen. Ja, ich dachte, das Haus wäre da. Ja. In welcher Generation lebst du denn? In der fünften Generation meiner Familie. Vorher gab es sie noch nicht. Ach so. Ja. Das kann aber nicht sein. Noch Hotel. Und wo ist Grants Haus? Bist du schon mal vorbeigelaufen. Wo denn? Da ist ein... Auf der rechten Seite.
Das da. Das ist Grans Haus. Ja. Das ist voll das Kackhaus. Nein, das ist Grans Haus. Ich würde nicht in so einer Müll... Das ist gar nicht Grans Haus. Früh gemerkt. Das ist doch irgend so ein hässliches Drecks. Das ist auf der linken Seite, oder nicht? Ja. Mit dem Pokéball drauf. Achso, hier. Woher stund das da in die Ecke? Die Spieldesigner. Voll die Penner, ey. Rufst du sie doch an und sag ihnen das. Nummer ist 01237. Was? Slam hat den Strom für das Kolosseum. Grummel, 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 grummel. Er hat den Strom. Ich passe hier auf, außer euch lasse ich niemand. Okay. Okay. Warum haben wir sein Vertrauen erlangt? Es kann nicht sein. Gerade deshalb, Leier, tief im Inneren des Gebäudes, in dem die Kerle... Ha! Ha! Ihr seid schon wieder. Was, ich habe mich erschreckt. Wegen The Queen steckt Gran in ziemlich Schwierigkeiten. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Ich bin besoffen und liege voll auf dem Tisch. Ach, der Junge und das Mädchen von eben. Tut mir leid, wir sind noch nicht fertig mit unserer Besprechung. Komm einfach später noch. Warum sieht sie so aus, als sie tot? Die sind einfach zu viel gesoffen. Guck mal, wie viel Zeug da auf dem Tisch steht. Ja, die sind alle voll, dann kannst du ja nicht gesoffen haben. Hä? Die Flaschen sind voll. Wir haben sie neue geholt. Nein. Sie waren gerade bei... mit wem haben wir ein Sponsorship? Sony. Mit Sony, sie waren im neuen Sony-Markt. Ich verkaufe PlayStation-Öl. Das kann man trinken, ja. Was muss ich denn eigentlich jetzt machen? Wie immer, das kann nicht sein, dass wir schon wieder nicht wissen. Doch. Ich dachte auch, dass man da jetzt reinkommt und die Typen bekämpfen. Ich dachte, jetzt geht's hier ab. Dann müssen wir vielleicht raus. Wie raus? Ja, weg aus dem Stadtland. Fluss. Stadtland, Flussland. Jetzt brauchen wir mir die Kekse hinzuschieben. Ist mir nicht gleich in den Hintern stecken. Ach du Scheiße. Da! Oh Gott! Oh Gott! Okay, ist reicht. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Raus! Ab zur Baustelle, da war das Wichtigste. Nein, hier nicht zur Baustelle. Geh nach Phoenix City! Nein, mag Phoenix nicht. Warum gehen wir schon wieder zur Baustelle? Da war gar nichts. Wir müssen das Zahnrad finden. Okay. Ey, warte mal, du hast recht. Hm? Was? Geh nach rechts, das blinkt da doch. Das ist das Zahnrad. Wollt ihr mich verarschen? Stimmt. Wollt ihr mich verarschen? Ja, super. Allein wie sie da so sitzt, so wie yeah. Mein Motorrad und der Penner fährt mich. Ich bin die Bitch und ihr macht nichts. Freestyle-Weapon für die Kinder. Guck mal, ich bin behindert. Okay. Ganz ehrlich mal, so cool wie der Protagonist aussieht, so scheiße sieht das Mädchen aus. Ja echt, also hat die vernünftige Haare, vernünftige Kleidung, vernünftige alles. Es tut mir so leid, ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay, kein Grund zur Sorge. Wirklich, dann bin ich ja beruhigt, aber ich frage mich, was Slam sich dabei gedacht hat. Vermutlich hat er sich Bodencheck gedacht. Ich bin sicher, es fällt ihm selbst schwer. Aber offenbar war er überzeugt davon, dass ihm keine andere Wahl... Was, warum drückst du weiter? Aber was grübeln wir? Grant, sieh mal hier rüber. Toll, Pressern. Oh, ihr... Ja, ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grant. Ja, das ist doch das Zahnrad von dem Zahnreiniger. Und ihr habt es gefunden. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte verzeiht mir meine schroffe Art. Ich kann euch wohl doch vertrauen. Ich danke euch jedenfalls von Herzen. Wirklich. Vielen Dank. Ich gebe euch gar nichts dafür. Gut, und jetzt bauen wir das Zahnrad vom Zahnarzt wieder ein. Hier fehlt ein Zahnrad. Zellenschlüssel. Benutzen. Das Item kann jetzt nicht eingesetzt werden. Schließen. Pokéball. Geben. Dahin. Vielleicht müssen wir einen Trank raufsprühen. Zahnrad. Blub. War das Zahnrad ungefähr so groß wie unser Charakter? Ja. Das hatten wir in unserer Tasche. Perfekt. Alles bereit zum Start. Und los geht's. 30 Jahre drehe ich am Rad. Tschüt, tschüt.
Das ist ein Hebel, du Vollidiot, kein Rad. Das ist ein Hebel, ich knebel dich mit dem Hebel. So, jetzt können wir mal ins... Quack, quack, quack. Ich denke, du bist ein mutiger und ehrenhafter Mann. Deshalb habe ich eine Bitte an dich. Wirst du mich anhören? Nein. Danke. Ich möchte, dass du am nächsten Turnier im Kolosseum teilnimmst. Du musst siegen, um für mich herauszufinden, was dort im Turnier passiert. Ich bin sicher, du schaffst es. Man erkennt sofort, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ich glaube an dich. Bitte, lass mich im Stich. In welchem Stich sollen wir ihn lassen? Nein, wir sollen ihn im Stich lassen. Was ist das? Ein Schrittzähler. Okay. Damit kann man zum Beispiel gefahrene Kilometer messen. Mit dem Schrittzähler. Ja. So, wir haben natürlich unser bestes Team der Welt. Unser bestes Team der Welt, was? Danke für deine Geduld. Nun haben wir wieder Strom und die Registrierung für das nächste Turnier kann aufgenommen werden. Ja. Hallo und willkommen im Kolosseum von Pirates. Nimmst du am Turnier teil? Ja. Du nimmst also teil. Wirst du auch mit dem Po... Nein. Oh. Tschüss, hässliche Frau, Eva Braun. Tschüss. Wer soll jetzt sagen, dass das ein Krypto-Pokémon ist? Vielleicht gibt es keine Krypto-Pokémon. Kolosseum Pirates, Duell 17. Minus 16. Komm mal 8. Minus 5. Hallo! Es wird nicht leicht für dich, dieses Turnier zu gewinnen. Jäger, er jagt gerne kleine Nein, Kinder. Nein, er ist Jäger in World of Warcraft. Achso. Schmerbe! Satan! Ich finde witzig, wenn man die Texturen und das alles editiert und dann so ein... Aber Makuhita habe ich total verplant. Maku Hipster, bitte. Flammenrad auf Schmerbe. Schaufler auf Sandern. Makuhita... Die Glaber gräbt sich ein. Erdbeben. Fail. Giftstachel. Was? Was? Es hebt seinen Fuß und dann fliegen da jetzt Stacheln. Nicht wieder der Fast in Sephurio-Modus. Ey, Kryptoschlag. Schmerbe. Im Führermodus hauen die doch stärker rein, oder? Ja, wenn sie treffen. Schaufler. Hallo. Wieso ist es was? Wieso ist es denn? Es muss doch sehr effektiv sein. Warum? Boden gegen Boden? Ist da noch nicht Gestein? Nee, Boden. Scheiße. Wer hat sich das ausgedacht? Sandern. Ich meine Satan. Okay, fail. Makuhita ist verwirrt. Es hat sich getötet. Es hat sich getötet? Unlikely. Flamme noch auf Schmerz? Okay. Mach Überwurf. Nicht gemacht. Okay. Satan wurde besiegt. Geheimpower. Verfolgung, ne? Nee, doch. Hä? Das war Geheimpower. Ja, aber ist Geheimpower nicht immer nur eine bestimmte Attacke? In der Halle ist Geheimpower doch Sternschauer, oder nicht? Also in der Halle, in Gebäuden. Deswegen ist ja so geheim. Verwechsel ich mal mit Kraftreserve. Was verwechselst du mit Kraftreserve? Geheimpower. Keine Ahnung, wie Kraftreserve funktioniert. Kraftreserve hat je nach den DVs deiner Pokémon einen anderen Typen. Also so kann zum Beispiel dein Glurak eine Wasserattacke. Also Kraftreserve Wasser dann. Okay. Hallo, hallo! Wieso winken die alle? Du willst dieses K.O.-Turnier gewinnen? Das ist doch grotesk. Warte denn! Du heilige Kacke. Nato! Russischer Vorhang. Nee, ich hieß eiserner Vorhang. Iglava! Makuhita! Er ist für mehr Kitas. In Igelavas.
heute erstmal Kampf. Kampf auf Kampf? Ist es effektiv oder nicht? Find was raus. Geh Flug zu lang. Nein. Schnabel! Nee, andersrum, oder? Wie andersrum? Stimmt. Kampf auf Kampf ist nicht effektiv, nein, aber Kampf auf Kampf. Flug war gegen Kampf effektiv. Furio-Modus. Nee, jetzt greift er nicht an, oder? Fügt eigenhändig Überwurf aus? Was wollt ihr mir jetzt verarschen? Er ist doch Furio. Ich geb ihn gleich Furio. Nee, warte, ich will NATO-Töten. Die NATO? Mhm. Dann brauchst du aber schon ein bisschen mehr als Ursula von der Leyen. Zum Beispiel Rayquaza. Igelava ist purifiziert. Er ist jetzt ein Purist. Nein, ein Purist. Die wollten uns immer die Augmentation abhacken. Mhm. Na, von welchem Spiel reden wir? Genau, von Florena Handcreme. Ach genau, wir müssen wieder eine Sony-Werbung machen. Genau, ja. Genau, falls sie jetzt Durst haben, bekommen sie in ihrem neuen Sony-Markt PlayStation 4 Motoröl zum Sonderpreis von 7,99 das Stück. Ein Stück Öl, aber bitte mit Sahne, sonst schmeckt's nicht. Die Sahne erhalten sie im gleichnamigen Sony Center. Gleichnamig, weil es anders heißt. Du hast doch einiges in dem Kasten. Nein. Doch. Halbfinale. Mach den Kasten auf. Ja, Leute, das Halbfinale, das ist spannend. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Ich wollte auch gerade sagen. Ja. Nein, nicht wir singen. Wir sehen uns dann. Hallo, du bist hinter einem sagenhaften Pokémon her, was? So wird das aber ziemlich leicht. Cliffhanger. Aber welche Pokémon hat er? Bis zum nächsten. Verdammt. Fritzelblitz. Fail. Und Toskana. Gegen Igelava und Marco Kita. So Leute, aber den Kampf, den seht ihr erst im nächsten Part, weil ist so. Er ist zu spannend. Tschüss.